wenn x nicht 2 ist und x² plus 4x plus 3 auf x minus 2 gleich ist zu x plus 6 plus m auf x minus 2, welchen Wert hat dann m? Wir werden in dieser Gleichung alles auf den gemeinsamen Nenner x minus 2 setzen. Wir dürfen das, weil x minus 2 nicht 0 ist. So erhalten wir x² plus 4x plus 3 ist gleich zu x mal x, x², x mal 6 plus 6x, minus 2 mal x, minus 2x, minus 2 mal 6, minus 12 plus m. Wir sehen an beiden Seiten des Ist-Zeichens x². Diese zwei Quadrate verschwinden also. Links vom Ist-Zeichen sehen wir 4x, rechts aber auch, denn 6x minus 2x, das macht 4x. Diese Termen verschwinden ebenfalls und so reduziert sich das Ganze auf diese Gleichung 3 gleich minus 12 plus m. Und demzufolge muss m 15 sein, also ist d die richtige Antwort.